stellvertretend für die Bewegung Studenten stehen auf. Und wir wollen nicht nur Studenten, sondern auch Schülern und Auszubildenden eine Stimme geben. Friede! 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 Freiheit! 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 Friede! Bitte! Liebe und Wahrheit, genau. Meiner Meinung nach haben wir drei große Problemfelder momentan. Und die stehen nicht im Grundgesetz, sondern auf der Rückseite. Einigkeit und Recht und Freiheit. Corona hat die Fähigkeit, viel mehr als Leute zu töten, diese Gesellschaft aufs Tiefste zu spalten. Und das erlebe ich jeden Tag, sei es in der Schule, sei es in meiner eigenen Familie. Eigentlich müsste ich jetzt gerade in der Berufsschule in Stuttgart sitzen, aber die haben uns aus unserer WG geschmissen, weil wir in Leipzig auf der Demo waren. weil das Ansteckungsrisiko zu hoch sei. Gut, man muss solche Leute in gewisser Weise verstehen. Das sind meine Freunde und man muss, wenn man über sowas mit seinen Familien redet, mit seiner Verwandtschaft redet, mit seinen Freunden redet, immer vergessen, dass das Familie und Freunde sind. Also, man muss aufpassen, dass die Gesellschaft an diesem Thema nicht zerbricht. Das Recht, wir stehen hier im Schatten der Bundesregierung, die mit Unrecht handelt. Und die Freiheit. Und Freiheit ist nicht nur die Freiheit, dass wir hier demonstrieren dürfen, was mir oft gesagt wird. Wieso? Ihr könnt doch demonstrieren. Freiheit ist auch Freiheit der Forschung und Lehre. Und das muss die Grundlage sein für eine basisdemokratische Bewegung. Und Freiheit muss auch herrschen in den Medien, und zwar auf ganzer Ebene, dass alle Medien gehört werden. Dazu möchte ich eine kurze Anekdote erzählen. Ich habe jetzt... Okay, ja, so. Ich habe im September eine Formulatur gemacht im Krankenhaus. Das ist ein Praktikum im Medizinstudium. Und dort war das ZDF für... Oh Gott. Ja, so. Dort war das ZDF für 2 Tage dort und hat uns gefilmt bei unserem Stationsalltag. Das war für Halle Deutschland so ein Vorabendmagazin eigentlich relativ irrelevant. Wir sollten am letzten Tag alle zusammenkommen in der Stationsleitung. Unser Chefarzt, also es war für gestellte Bilder sozusagen, unser Chefarzt sollte irgendwas sagen, eine Ansprache, was normalerweise nicht vorkommt. Und das war so ein bisschen im Scherz gemeint. Er meinte sozusagen, alle Krankenhäuser im Krankenhaus, in unserem Kreis hätten sozusagen nicht gemacht, im Scherz, das sah man auch, er hatte dabei gelacht, und jetzt müssen wir sozusagen alle Patienten aufnehmen. Das haben die tatsächlich wortwörtlich so gebracht, der Kommentator hat es auch letztendlich bestätigt, ja, jetzt ist doppelte Arbeit für das Team der Notaufnahme. Das war natürlich alles erstunken und erlogen, und die haben es tatsächlich so gebracht. Und das ist einfach eine Bestätigung dafür, dass die Medien einfach nicht mehr das tun, was sie sollen, nämlich die Wahrheit berichten. Vielleicht sagt die ARD das ihren Kollegen vom ZDF. Also ich rufe alle Studenten und Schüler und Auszubildenden auf, die den jetzigen politischen Kurs kritisieren, sich den Studenten stehen auf anzuschließen, auf Telegram einfach eingeben. Wir haben mehrere Ortsgruppen in allen großen Studentenstädten. Jeder in unserem Alter ist willkommen. Wir sind auch hier vertreten, sprecht uns an. Und Einigkeit und Recht und Freiheit, auf dass das wiederkommt. Dankeschön.